Zwillinge haben in dieser Saison ein paar Schwingfestli bestritten und können Erfolge feiern. Wir haben jetzt beide ein paar Zweige also gewonnen. I2 und er kann es selber sagen. Keine Ahnung. Warte zu. Das war der erste. Also ich habe in dieser Saison 10 Zweige schon gemacht. Also ich bin schon zufrieden, weil also in dieser Saison eigentlich 8 Zweige machen wollte, weil wir gegen die Älteren haben. Ja. In dieser Saison habe ich die 2 Zweige hier gewonnen. Und Sigriswil. Ich bin auf den Preis besonders stolz von Sigriswil. Habe ich nämlich hier die Holzuhr nehmen. Er muss mir gehen und ihm. Und ja, er ist halt viel kleiner als ich. Und er etwa so gross, also wenn er so gross wäre wie ich, wäre genauso gut und noch besser. Würde ich sagen. Die Frage ist, ob sie jetzt am Schwingfest zu Obertal auch noch Zweigli machen können. Das wird schwierig. Sogar sehr. Für Fabio könnte es vielleicht länger. Könnte sein. Die zwei üben noch etwas zusammen. In ihrem eigenen Trainingsraum. Vielleicht bringt es ja noch etwas für das Schwingfest. Beim Fabio daheim. Er macht seine Sachen parat für einen Wettkampftag. Auch er ist zufrieden, wie die Saison bis jetzt gelaufen ist. Ich bin immer um die ersten 10 gesehen heute. Und ja, immer kann ich ein Zweigli heine. Bei 8 oder 9 habe ich gemacht und jetzt eben heute 9 Zweigli. Ja, ich bin zufrieden mit mir. Und das wird ja auch immer sein, ja. Er konnte sogar 2 Festli gewinnen. Schon Ecke und Münzigen. In Münzigen hatte ich 60 Punkte. Wo man 60 ist ja das Maximale, das man haben kann. Auf der Rangliste von seinem Jahrgang steht er ganz weit oben. Ein bisschen Glück gehört manchmal schon dazu. Einer von seinen grössten Konkurrenten ist im Moment verletzt. Jetzt eben der, der schon schon beim 2. Best war, noch besser als 3. Dann angebrochen hatte. Jetzt ist der zurückgeht. Die Chancen stehen also gut, dass er das nächste Schwingfest gewinnen kann. Vielleicht. Der Sandra kommt von der Schule heim. Am letzten Schwingfest, wo er war, hat er wieder einen Küngel gewonnen. Das ist die Orangeweisse da. Ja, ich habe schon sehr Freude, wenn ich einen Küngel gewinnen kann. Weil, ja, das sind die besten Preise, die ich einfach gewonnen habe. Da freue ich mich schon ein bisschen. Jetzt muss er Hausaufgaben machen. Der Sandro hat in dieser Schwingsaison noch kein Zweigli gewonnen. Die hier hängen, sind noch von letztem Jahr. Ich bin gleich feierlich zufrieden. Ich habe keins gemacht, aber ich war immer nach dem Zweigli. Entweder so im Mittelfeld oder etwas vor dem Mittelfeld. Das ist gut. Die Saison war für ihn sowieso schwierig.
weil er gegen älteren Jahrgang antreten musste. Zobertau am Schwingfest hat er jetzt noch mal eine Chance, ein Zweigli zu machen. Das, was jetzt kommt, das ist eines meiner Lieblings-Schwingfeste. Und dort habe ich letztes Jahr auch ein Zweigli gemacht. Was ich dauernd schon hatte, weil ich auch wieder gegen älteren Jahrgang muss. Und dort sind ja viele starke Schwinger. Weiss nicht. Heute ist der Tag, wo sich die starken Schwinger zum Wettkampf treffen. Bevor es überhaupt anfängt, wird bestimmt, wer im ersten Gang gegeneinander muss schwingen. Müller Ebersold, hä? Ich Ebersold. Der Fabian und Adrian haben ihre Gegner schon. Zur Buche Melina, Lötis Becker Sandro. Der Sandro hat einen speziellen ersten Gegner. Zur Buche Melina, das Mädchen. Ich darf sie gleich nicht unterschätzen, aber wirklich gut schwingen und wenn es geht, auch gewinnen. Die lernen die gleichen Schwünge wie Giele. Wie die Melina schwingt, erfahrt Sandro jetzt gerade. Es gibt nicht viele Mädchen, die diese Sportart machen. Wenn sie ihnen den Sport gefällt, sollen sie doch schwingen. Ich bin auch auf den Sport gekommen, weil mir der gefällt. Und wenn es ihnen Spass macht und schön dünkt, sollen sie doch auch schwingen. Das ist nicht verboten. Der Fabian hat schon dreimal gegen ein Mädchen geschwungen. Und immer gewonnen. Es gibt, glaube ich, Regeln, die können bis 12 Uhr bei den Gielen schwingen, den Gielen Schwingfest, und dann müssen sie den Mädchen Schwingfest. Von dem her, bis 12 Uhr geht es noch, solange sie nicht die ganze Zeit bei den Gielen schwingen. Der Sandro hätte den Zweikampf auch für sich entscheiden. Es ist gut gelaufen. Das Zähne können machen, Maximalpunkt. Lichte, Kevin! Das ist der erste Gegner von Fabio. Der muss sich jetzt konzentrieren. Sein erster Gang will er ja schliesslich nicht verkeiben. Michael, schieben Sachen. Nach ein paar Sekunden hat Fabio schon gewonnen. Und auch Fabian läuft es gut mit seinem ersten Gegner. Er gewinnt. So wie der Adrian. Beim Sandro geht die gute Phase gerade weiter. Jetzt probiere ich noch mal zwei zu gewinnen, bis ich näher den zwei kann. Manchmal trifft man auf Gegner, die man lieber nicht hätte. Das ist beim Adrian gerade so. Gegen ihn hat er schon manchmal schwingen. Und noch nie gewonnen.
Der Adrian hat gewonnen. Sein Gegner ist gar nicht zufrieden, wie es gelaufen ist. Der Adrian kann selber kaum glauben, dass er ihn gebodigt hat. Ja, zuerst mal. Das hätte ich ihm noch gesehen. Er kommt dem Zweigel immer näher. Oder Fabian hat einen starken Gegner. Aber er schafft es, ihn mit beiden Schultern auf den Boden zu bringen. Das mache ich fast nicht mehr. Der Fabio ist im vierten Gang. Bis jetzt ist alles gut gelaufen. Aber diesmal hat es nicht klappen. Dieser Gang ist unentschieden. Er ist wahnsinnig enttäuscht. Wir sind einer von den zwei, wir müssen noch gewinnen, sonst kommen wir auch mit zwei hin. Danach muss ich einfach nur nehmen, dann kannst du vielleicht noch für den Schlussgang lernen. Es könnte schwierig werden. Das ist nämlich sein nächster Gegner. Und vor ihm hat Fabio Respekt. Sandro und sein Bruder Remo wollen ihn beraten. Aber Fabio kann im Moment keine Tipps brauchen. Jetzt muss er sich auf sein Können verlassen. Stucki Alexander, Heim Fabio. Gerber Marc, Gerber Timo. All die auf Platz 4. Platz 5 bereit halten, in der Hauser Laurin. Würm. Nico. Es kommt alles anders. Ein Fabios Gegner hat sich an Schultern verletzt. Der Fabio ist überrascht. Weißt du, ich wollte zeigen, was ich allen da bin, nicht nur mehr noch. Dann habe ich mal den gezogen und ich habe nicht gedacht, dass er einfach schnell mitkommt. Der Kampfrichter hat gerade gesagt und dann habe ich geschissen. Dann ist er halt auf die Achsel gekommen. Das hätte er nicht wollen. Es ist ein blödes Gefühl. So ein bisschen Selbst, was ich jetzt schulde. So. Und Fabio wird jetzt einen neuen Gegner zugeteilt. Weil er kann nicht mehr weiter schwingen. Jetzt hat er das erreicht, was er wollte. Jetzt bin ich im Schloss gegangen. Jetzt muss ich warten, bis mein Jahrgang durch ist. Und dann bin ich von unserem Schloss gegangen. Und da kämpft er gegen Ivan. Ja, was ist der Ivan? Ich. Jetzt Grösse und Gewicht könntest du mir jetzt sagen. Köpfe. Ich bin etwa 1,50. Lieblingsessen. Die zwei im Schlussgang werden noch ausgefragt, bevor es losgeht. Vorbilder? Traberwili und Sempach. Mettu? Ja. Sempach Mettu, hä? Lieblingsessen? Knöpfli. Hey, wie viele Zweige hast du schon? 20. Ja, dann ist das schon alles. Dann wünsche ich dir viel Glück. Hein? Merci. Kannst du wieder gehen? Der Sandro ist im Ring. Bei seinen letzten zwei Gängen hat er kein Glück. Ja, ich bin in einen Schwung gegangen, dann konnte er kontern. Dann
bin halt ich, Acher. Und dann habe ich noch probiert auf den Bauch und dann raus, aber er hat dann gut und Geduld gehabt. Und ja, dann habe ich verloren. Bei Adrian ist der letzte Gang auch nicht der einfachste. Es gibt ein Unentschieden. Ich habe 4 Kunden reingestellt und einen verloren. Das ist sehr gut für mich. Vor allem noch wegen Mac, dass der nichts mehr kaputt ist gegangen. Grimm, Julian, Kauer, Sandro, all die auf Platz 3. Sein Zwillingsbruder ist der 6. Gang noch weniger gut gelaufen. Aber zum Glück konnte er vorher punkten. Ich bin sehr zufrieden. Ich konnte 4 gewinnen. Und das freut mich eigentlich. Und ja, ich bin zufrieden. Der Fabio konzentriert sich auf den Schlussgang. Er hat sich in den Wald zurückgezogen. Der Wald ist eigentlich meine zweite Heimat. Im Wald ist alles, was zu mir passt. Im Wald kann ich mich besammeln. Der Wald gibt mir auch, wie soll ich sagen, ein bisschen Fupf, was ich Vollgas gebe. Jetzt muss ich dann auch noch zu den Gielen fragen, ob sie mich, wenn ich gewinnen will, ob sie mich auflöpfen können. Stiefel, er ist etwa gleich gross wie du. Gleich gross wie ich? Ja, ich bin im Schlussgang. Und ich werde gewinnen. Wie wäre im Schlussgang? Von meinem Jahrgang. Ich glaube, Adi, ich glaube, das ist schon die ganze Zeit, dass du gewinnst. Hör doch jemanden mit. Die Gegner ist der Hirtrunner Fabian von Gummiswald, Schwinkel. Er hat gewonnen im ersten Gang gegen Stucki Mark, ein Zähne. Im zweiten Gang gegen Dus Livio, ein Zähne. Im dritten Gang gewonnen gegen Nageli Lorenz, 1975. Das ist der Schlussgang zwischen Fabio und dem Ivan. Während dem ganzen Gang passiert nicht so viel. Die zwei warten ab, bis der andere angreift. Sie gehen immer wieder aus dem Ring und müssen neu greifen. Am Schluss gewinnt niemand. Der Schlussgang endet still. Ja, hätte man schon schauen, aber das Leben geht weiter. Ich kann noch manchmal im Schlussgang sein. Dann halt den Gewinn. Im 8. Rang der Wüthrich Jonas. Für einen Festsieg hat es diesmal nicht gelangt. Aber ein Zweigli gibt es für einen Fabio. Ab kann ich Preis auswählen. Der Fabian hat auch einen guten Rang gemacht. 6a. Das hat von einem Zweigli gelangt. Der Adrian ist sogar auf einen 5. Rang gekommen. Der Adrian hat sein Ziel, am Schluss von Saison 33 Zweigli zu haben, übertroffen. Auch Fabian konnte in dieser Saison ein paar Erfolge feiern. Heute kann er mit einem Zweigli und einem Preis haben. Fabio hat die Qual der Wahl. Er muss sich für einen Preis entscheiden.
Der Küngel hat sie Mata. Wie könnte es anders sein? Ich will deinen Näppli nicht. Beim Sandro hat es zwar nicht für ein Zweigli gelangt, aber einen Preis kann auch er auslesen. Der Fabio hat jetzt so etwas gefunden, das ihm passt. Ein Kessel mit einem versteckten Schloss. Also nicht ein grosser Preis, aber dafür etwas, das kannst du brauchen. Diese Sachen kannst du nicht brauchen. Die Wettkampfsaison ist vorbei. Für die Schwinger geht es aber weiter. Sie trainieren im Winter schon wieder für die neue Saison.